Kollegen, das heißt Homies. Hast du hier nichts gelernt, CJ? Ach, den muss ich doch noch nach Hause transportieren, den Mr. Fatty. Man, if you can eat your food while everybody else is losing theirs and blaming you, you straight, homie. What? Nothing, nothing. Just some poetry I read. Hey, Smoke, tell me why you moved out to Grove. Man, got some money from my aunt. I mean, it's a nice place fuck and you, all, man. But the Grove is in my heart, baby. It's where my dogs is at. Yeah, okay, homie. Hey, thanks, Carl. Hey, I miss having you around, baby. Thanks, man. I wish Sweet thought like that. He don't mean it, CJ. He's still real tore up about your moms, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, homie. So, what's in here? Tüte Bier. Eine Tüte Bier sollen wir uns leisten. Man, kann man die Stimmen nicht irgendwie leiser stellen? Das ist so. Oh, nervig. Nee, man kann nur die SFX. Ist doch doof. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Naja, gut, was soll's. So, dann. Alter, ich hab das Radio ausgemacht. Verdammt nochmal. So, dann begeben wir uns mal ganz schleunigst zu Sweet. Mal wieder. Ist ja ganz was Neues übrigens auch. Oh, aber vorher. Och nö. Wer ist denn diesmal dran? Yeah. Hallo? Hey CJ, it's Sweet. Hey, what's up? What's you don't good? Respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, I'd buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. Wenn du deine Kondition verbessern oder dir mehr Muskeln zulegen willst oder wenn du neue Tricks... Nee, das ist mir zu schnell, da hab ich keinen Bock mehr. Nö, bin ich beleidigt. Erstmal... klauen wir jetzt erstmal die Diskette hier nochmal. Die voll realistische 1:1 Diskette. Speichern. So, und dann würde ich mal sagen... Auch wenn es jetzt nicht wirklich so Story gehört, check mal das Fitnessstudio aus. Ich meine, Kondition kann man immer mal gebrauchen. Und Muskeln übrigens auch. Oh! Lebt der noch? Lebt? Nein, der ist tot! Ich habe einen eigenen Mann umgebracht. So, ordnungsgemäß auf dem Grünstreifen parken. Dann mal schauen. Servus und so, was geht hier so und so, ja. Ist ja richtig was los. Muskeln haben wir ein bisschen. Kondition haben wir noch mehr, deswegen machen wir mal ein bisschen Muskeln. Entweder hier. Ah, dicke Hantelbank. Ah, komm, direkt 160 Kilo. Ich glaube nicht. Fangen wir mal mit 40 Kilo an. Umschalt L ist da so. Mal sehen, ob der es überhaupt schafft. Unser Mr. CJ. Ach so, abwechseln. Ah ja. Er ist viel zu wenig Kilo, das schafft er doch mit links. Nein! Ja, wobei. Das ist sogar für die Finger schwierig hier. Nein! Ach so, geht's auch. Einfach drücken. Ja, Muskeln aufgebaut. Du bist gut durchtrainiert. Weiter so, dann werden deine Attacken mehr Schaden anrichten. Ja, und das brauchen wir dringend mal. Ja, komm, das schaffst du. CJ, 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 CJ. Only one of us walking away from this. Ja, ist ja spannend. Sollte man im echten Leben übrigens auch mal ab und zu machen. Sowas. Wobei man ja dazu sagen könnte eigentlich, dass das ein super Fingertraining ist, die jetzt auf die Tasten zu kloppen.
Da braucht man kein Fitnessstudio mehr. Ich meine, Fingertraining reicht vollkommen. Irgendwo anders braucht man auch keine Muskeln oder sowas. Ich meine, wir sind ja Gamer, ne? Alter! So, wir sitzen eh den ganzen Tag nur zu Hause vor der Konsole oder an der Tastatur und so. Da braucht man nur gute Kondition und gute Gelenkigkeit in den Fingern. Und sonst nirgendwo. Ist ja allgemein bekannt. So, langsam wird's leicht hier. Vielleicht sollte ich mal kurz... Kann man beenden? Jo, man kann beenden und ein bisschen mehr Kilos nehmen. Aber nicht an dieser Hantelbank. Jo, jo, yeah. Boah, yeah, richtig Muskeln aufgebaut. Junge, dir fehlt aber noch einiges. So. Ja gut, hier ist jetzt 40 Kilo ein bisschen viel Fleisch. Ich nehme mal hier so die... Ja... 30 Kilo. Das sollte ja kein Problem sein. Ach, das ist ja mal vollkommen easy. Nee, dann nehme ich mehr. Oh, du wirst richtig muskulös. Moment, einmal zurück und einmal wieder hin und... 30, ah, komm, 44 direkt, das muss doch zu schaffen sein. Jawohl, das ist ja eigentlich noch, oh, das ist ja, ja, das ist, oh. Oh, jetzt. Oh, ja. Ich weiß nicht, wie ich es gerade geschafft habe, aber... Watch your opponent's eyes. Der macht übrigens eine geile Bewegung. Ich komme da nicht mehr hoch. Es geht nicht. Oh, okay, ich gebe zu, es war vielleicht ein bisschen viel. Naja, wollen wir nicht direkt übertreiben, dann nehmen wir halt... Ja komm, 34 erstmal. Das ist für den Anfang... Ich meine, wir blamieren uns vor all den hier anwesenden Leuten. Oh. Doch, geht doch, kein Problem. Um 5.37 Uhr im Fitnessstudio, das mache ich auch ab und zu mal. Ui, und wieder aufgebaut. Wenn das mal im echten Leben so schnell gehen würde. Och, Limit erreicht. Schon? Das war... Kann ich denn wenigstens noch hier mal eben auf dem Laufband ein bisschen trainieren oder... Nee, das auch nicht mehr. Na gut, okay. So, was sagen die Muskeln? Jawohl. Sieht man das? Eher nicht. So, dann fangen wir jetzt zu unserem Bro. Ah, man. Dreh noch einen Wagen um, wie sich's gehört. Ah, und genießen den Sonnenaufgang so ein bisschen. Oh. So, Sweet, was hast du denn für uns? Ach so. Aussteigen, CJ. Mines and... Nines and a case. Give me 15, motherfucker! I'll write it down in a second. I ain't gonna pencil whip you, fast sucker. Let me play first. Hey, what's up? What's up, man? Who winning? Who you think, huh? Me! That does it. That's game null and void, motherfuckers. So, what kind of guns we working with now? One times came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at him? Say, what happened to Emmett? Emmett? Shit, gangs these days got Macs, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. Yeah, Waffen aufrüsten, das können wir ja eigentlich gut gebrauchen. Jedenfalls Munition wäre nicht schlecht. What happened to the fam? What a love, man. Shit happened. Wobei wir jetzt mit Temple kriegen. Temple wrongs grow. Bad blood leads to bad blood. If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, but you know you gotta keep it real. Don't. I admire you, Carl. You're a leader, a visionary. Remember me when you get to the top. Give it a rest, Smoke. You full of shit.
So, dann schauen wir mal, was unser Homie für uns hat. That's my man right there, you know what I'm saying? Hey! Who shot at me? What you kids want? Hey, hey, Pops, hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Brent, say, ain't you dead? No, Emmett, the other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Ja, eine Flasche. Der braucht 4 Schüsse für eine Flasche. Das kriegen wir besser hin. Boah, der Hightech-Waffe. Pistole. Geil, Mann. Kann man auch irgendwie ranzoomen? Nee, kann man, aber man kann sich hinhocken. Yeah. Oh, Beverly, be so proud of you, boy. One shot, one kill. So, jetzt kommt Big Smoke. Shit, I'm the best there ever was. Lächerlich, lächerlich. Während du ein Ziel erfasst hast, kannst du mit zwischen Zielen. Kann man das? Geht aber gar nicht. Maus hat auf und ab, da tut sich gar nichts bei mir. Nee. Yeah, that's real Grove Street style now. Natürlich. So, und dann sind wir schon bei 5 Zielen und Big Smoke wieder in der Reihe. Yeah. In your ass? You want some too? Ice cold, baby. I knew I was the chosen one. Oh man, check out Special Agent Big Smoke. Yeah, richtig Hollywood-mäßig hier geschossen. Da kriegen wir auch hin. Guck mal. Number one, number two und eine Rolle. Number three and four and. So, oh, Spaß ist halber. Oh. Ah, oh, you're making me so proud of you. Schieß den Benzintank des Autos per manuell Ziel kaputt. Und man sollte sich dafür ein wenig entfernen. Bam! Damn! You're a killer, baby! Ice cold! But remember something. Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess liberty didn't soften you none, huh? Hey, look, let's split. Hey, I'll see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this, you didn't get them from me. And remember this, Emmett is the place for guns. I've always got high quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. Crazy old fool. Yo, seit 30 Jahren nichts anderes verkaufen als billige Pistolen. Qualitätsware, ja nie, ist klar. I seen Noah Cannons in this strap in the museum. We'll be going. Man, I'm real tired, dude. Drop me off in my crib, baby. Das machen wir doch gerne. What's going on, man? Shit seems pretty fucked up. People have to open their eyes and their hearts, CJ. What are you talking about? I'm talking about the choices all men face, brother. Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. At least you still talking shit. You ain't changed a bit. Who, me? No, never. Niemals. So. Thanks, CJ. I see you around. Later, Smoke. Yo, later, Smoke. Och, und das Handy, das kann doch nicht sein. Wer denn jetzt schon wieder? Speak. Hallo? I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. You already told who I am. Well, I ain't seen you in your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Alright, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a Beco around the corner from the gym in Gatton. Go get yourself some greens. Dann werden wir uns mal mit unserem großen Vermögen neu einkleiden. So, der hält an. Wunderbar. Dann klauen wir ihm direkt mal die Karre. Der gleichen Tussi von vorhin. Yeah, amerikanischen Sound. Geh in das Binko-Bekleidungsgeschäft. Wir parken natürlich standardgemäß mitten auf der Straße.